Hallo, herzlich willkommen zurück. Ich weiß den Hotkey nicht für Anno, deswegen muss ich kurz raustappen. Da ist er und wieder rein. Zurück bei Anno 1800 mit Rinka, die noch am Laden ist. Ja, gib mir eigentlich keine Minute. Das dauert. Ich lade dich ein. Ja, ich habe dich schon eingeladen. Ich habe aber keine Einladung, ich lade dich jetzt ein. Bitte annehmen. So, Einladung ist raus. Bei mir, hä? Nee. Bei mir kam keine Einladung an. Bei mir auch nicht. Weil wir wahrscheinlich beide in einer Lobby sind. Hä? Makes no sense. Einladung zurückziehen, erneut einladen. Super. So, let's go. Was habe ich hier nicht überhaupt einen Plan mir aufgeschrieben? Ich glaube ja. Ah, über die neue Welt fertigstellen und Glühlampen bauen. Alles klar. Kriegen. Ich hoffe, dass ich den Stream. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich den Stream neu starten soll, weil der zeigt mir gerade wieder rote Balken an. Ich hoffe, dass sich das wieder fängt. Hoffe ich auch. Was ist denn da? Ich verschließe Luft in dem Strohhalm und dann stecke ich den Strohhalm rein und lasse dann Luft reingehen. Weil dann schrimmt das Wasser schnell nach. Und das erheitert mich und mein kleines Kindergehirn. Ich spiele gerne mit Wasser. Ich auch. Ah, wie lange das schon wieder lädt hier. Hat die Umschalttaste gedrückt, während ein Wolkenkratzer. Was für Wolkenkratzer? Wer ist Lady Margaret Hunt? Einfluss sollte nicht unterschätzt werden. Als Mitglied des königlichen Rats genießt sie allseitiges Vertrauen. Oh, es passiert was! Hä? Ist das ein richtiger Spielstand? Ja, wieso? Also, denke ich. Bin auf ich hier geendet? Auf jeden Fall stehen die ganzen Schiffe da, wo ich sie hingefahren habe. Eieiei! Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Segel setzen! So, ich wollte übrigens meine übrig gebliebene Flotte mal auf Patrouille schicken. Denn solange die nichts zu tun haben, können die ruhig patrouillieren. Und zwar... zwischen hier... und hier... Seit wann hat er denn die Insel wieder? Und hier. Nee, das ist doch ein alter Spielstand. Meinst du? Ich glaube nicht. So, und die schnellen Schiffe können schnell fahren, die langsamen Schiffe können langsam fahren. Wo ist das Schiff? Also, ich glaube nicht, dass das ein alter Spielstand ist, weil meine ganzen Glühbirnenfabrik über Glühbirnen, Glühfaden, das steht hier noch alles, also... So, die Flotte geht auf Patrouille, weil die Clipper und so, die haben alle im Moment keine Begleitschiffe. Flotte erwartet Befehle. Hä? Ich verstehe nicht.
Krieg? Was soll denn das sein? Lol. Da macht ja nicht so richtig Sinn. Hä? Hä? Jedes zweite Wort, was du sagst, ist hä? Ja, weil es keinen Sinn macht. Ich verstehe es nicht. Nee, das ist mir jetzt hier zu doof. Keine Ahnung, was das jetzt hier soll. Komm, weil wir es können, greif mal ihm sein in diese Insel an. Wer hat den jetzt aus? Keine Lust mehr. Reicht mir. Warum bleibt ihr da jetzt stehen? Warum ist das hier kaputt? Hä? Warum sind die da eben stehen geblieben? Einfach weiterfahren, Leute. Einfach weiterfahren und nicht stehen bleiben. Da wird gerade ein Schiff versenkt. Meins war es zum Glück nicht. Mir ist kalt. Das ist schlecht. Diese ganzen komischen kleinen Schiffe von den Pendlerkaisern hier überall runter rumfahren, ey. Man die nicht anklicken kann, ne? Ich habe übrigens gerade 1.175.000 und 22.824 Income. Wie? Was? Hä? Hm. Wie hast du so viel Income? Eigentlich brauchen die Schiffe gar nicht so weit reinfahren. Mikey, hast du so viel Income? Ich war Profi. Das macht einfach. Was hast du, was ich nicht habe? Inselanteile. Hast du hier Tortillas, Hüte und so? Ja. Hab ich nicht. Hä, dass die Schiffe da immer stehen bleiben, ist doch scheiße. Leute, weiterfahren. Ist das hier nicht die Kaffee-Ecke? Warum produzieren die keinen Kaffee? Hä? Okay, die Patrouillenroute ist voll scheiße. Ich ziehe euch alle ab und setze euch ans Flaggschiff als Begleitschutz. So, jetzt ist das Flaggschiff das einzige mit Patrouillenstatus, die anderen patrouillieren nur hinterher. Ja, müssen aber erstmal sämtliche Texturen erlernen. Fregatte, ich will keine Fregatte. Fregatte! Nach deinem Bier versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Ich glaube, mein Eisenlager ist tatsächlich ein bisschen voll. Ich schieb dir deinen Porzellantank. Gib es einfach her. Ich glaube, ich schaff's nicht, lol. Eigentlich will ich es zu Ende bringen. So oder so.
Wir nehmen es. Du kanntest meine Frage. Ich bin mal gespannt, wie lange das braucht, bis sie mir wieder den Krieg erklärt. Ja. Stimmt, hier wollen wir noch ein paar Stahlträger. Der soll ja gleich rüber in die neue Welt. Okay, ich glaube, jetzt läuft die Patrouille. Bereit für neue Befehle. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Okay, jetzt fährt er gleich weiter, sonst... Okay, das ist neu, dass die Schiffe auf andere Schiffe warten. Welches Schiff bist du? Ah, lol. Das ist auch noch... Das ist die einzige Fregatte hier mit Geleitschutz. Hat ja lange gehalten. Stürzt Fisch gerade so hart ab. Das regnet übrigens. Bei uns nicht. Und überall hoch erfreut sie kennenzulernen. Und dass wir die Wahrheit oder etwas ganz Ähnliches in meiner, unserer Zeitung drucken dürfen. Auf Ihren Befehl. So, 4 Startträger und dann kann das Schiff auch schon mal los. Das ist ein verdammt alter Spielstand. Ich glaub's nur nicht. Das ist kein alter Spielstand. Doch. Bei mir ist alles, wie ich es verlassen habe. Hey. Ja, lol. Ey, irgendwie läuft das Spiel gerade nicht flüssig. Ich hab's gerade rausgeschmissen. Okay, deswegen liegt das gerade nicht flüssig.
mache ich. So, ein Stahlträger noch, dann kann das Schiff endlich los. Ich lotse sie von hier bis zum Abgrund am Ende der Welt. Bam. Immer Kautschuk? Da warten neue Horizonte. So, bam. Krass. Einmal nach Pongo Pongo. Hey, es ist nicht mitgerechnet, aber gut. So. Auf die alte Dame ist Verlass. Wir würden die Waffen niederlegen. Shit, jetzt müsste ich wissen, was der Fregatte kostet, wenn ich die kaufe. Okay, da kriegen die Piraten gleich auf die Fresse, weil das Kanonenboot verfolgt einen Clipper von mir und wird gerade noch von der Patrouille verfolgt. Neue Befehle? Soll ich dir was verraten? Du kannst eine Insel mit zwei Schiffen einnehmen. Oder mit drei, ohne dass ein Schiff auch nur annähernd getroffen wird. Indem du Torpedos kaufst. Schiff unter Beschuss. Wissen die nicht wohin. Hätten nochmal von der Patrouille weg. Fahren können. Warum hat denn das Flaggschiff jetzt beigedreht? Egal, muss ich nicht verstehen. Just Anno-Logik, wa? Yeah. Gekommen, den Tribut zu entrichten. Alter, der kauft ein Bier für 1040. So, kann die Alte jetzt mal aufhören, immer den Krieg zu erklären? Mit den Fischen kann man besser. Ich will doch nur Handelsrechte haben. Dieses Schiff ist gestohlen. Und Kohle, weil ich ja so wenig Kohle hab. So viel meinte ich.
Wehre dich. Wehre dich. Wehre dich gegen alles. Hatten die Olle an Harlow einen Waffenstillstand angeboten? Den habe ich ja mal gerade mal so abgelehnt. Ja, echt dumm. Alter, was geht denn hier ab? Was geht denn wo ab? Guck mal auf die Map bei meinen Inseln unten, die ganzen durchsichtigen Punkte. Scheiße. Hier fahren so viele Schiffe rum. Da liegt auch was. Von diesen NPC-Schiffen wurde was. Ah, na, guck mal, meine Patrouillenroute ist gerade da. Kann aber eben einsacken hier. Bitte schön. Darf Danke. Ich das dann auch haben? Weil ich hab's ja gesehen. Und wer warst du ein Schiff da? Nein. Ja, da wird gerade wieder ein Schiff versenkt. Okay, das kannst du gerne haben. Ja, Schaden an Segelschiffe plus 50%, wenn aktiv. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Also wenn du es nicht brauchst, nehme ich es ruhig gerne. Problem ist, ich kann es nicht droppen, ich habe es gerade aktiviert. Oh mein Gott. Ah! Ich kann dir aber einen anderen droppen, weil ich habe hier auch so einen Scheiß drin. Mehr als bereit. So, Flaggschiff. In dem Clipper, was ich eben versenkt habe, da war übrigens ein Mörser drin. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ich will auch. Jetzt habe ich zwei. Oh nee! Wie gemein! Ich will auch! Du hast jetzt ein Schiff hier? Bevor Was das. Soll ich denn? Bevor das hier despawnt, ich hab's nämlich wieder gedroppt. Kannst du es mir bringen? So, eh nur deine Patrouillenroute. Deine Linsen sind so weit weg. Ja, eben. Deswegen kann ich ja auch nicht mal so fix runterfahren. Ja, nicht so eben fix hoch. Naja, ist ja schon eine Möglichkeit. Ich nicht. Wir haben einen, der Vorgeschmack auf die Freiheit reicht uns nicht. Wir wollen sie jetzt ganz. Dam, dadadam, dadadam, dam, 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 dam. Wie viele Schiffe habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriegsschiff meldet sich zum Zack, zack, zack. Warte mal, wo ist die 1? 1. 2. 3, 4, 5, 6. Mehr als bereit. Gut, die 7 fehlt. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wie Sie sehen, haben wir beide was davon.
trinken. In ihnen hält sich ein heimlicher Liebhaber versteckt. Okay. Bewegungsgeschwindigkeit plus 15%, Angriffsreichweite plus 10%. Bewegungsgeschwindigkeit plus 20%, Selbstreparatur plus 400 und eine gusseiserne kathetische Mörser. Bitte was? Richtig geilen Stuff gekriegt hier gerade. Jetzt greift der Mind Clipper an. 15.000 habe ich den gerade gekauft. Mal sehen, ob das jetzt was bringt, wenn ich den zu den Piraten fahre und bei den Piraten verkaufe. Ich hoffe, dass er das bis dahin schafft, weil hier ist von dieser komischen Berli ein scheiß Kanonenboot, was aber gerade einen anderen Clipper angreift und damit hoffentlich nicht mein. Bis jetzt hat er noch keinen Hit. Und theoretisch ist ein Clipper schneller als ein Kanonenboot. Theoretisch. Aber das Kanonenboot ist gerade auch nur auf den Clipper von diesem George Smith fokussiert. Miss. Ah nein, jetzt hat er mich getroffen. Aber er fährt trotzdem den Smith hinterher. Kollege, natürlich traue ich dir, weil was denn jetzt dein Problem? So, schnell wieder auf 100 gebracht. Oh nö, jetzt ist hier eine Fregatte. Hast du mit der Barrel Krieg? Ich hoffe. Nein. Das ist schlecht. Okay, ich lasse das Schiff einfach zu den Piraten fahren. Entweder es kommt an oder es kommt nicht an. Ich glaube, es wird nicht ankommen. Scheißegal. Alter, wenn ich auf die Weltkarte gucke, sehe ich auch nur Schiff, 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 überall Schiffe von mir. 4 Öltanker, ein Clipper, noch ein Clipper, noch ein Clipper, noch ein Clipper. Der Clipper hat immer noch 200 rum. Bin mal gespannt, ob das überhaupt immer noch reicht. Nein, das reicht nicht. Ich muss einen Clipper hinzufügen. Ich muss bei der Rumroute ein Schiff hinzufügen. Zack. Bam. Fertig. Wie heißen die Dings vom Piraten in der neuen Welt? Bitte was? Wie heißt die Insel? High Mountain, warum? Watcher Mountain? High Mountain. Hm. Warum? Was ist Watcher Mountain? Hä? Das Haus Harlow braucht dich. Gut, du traust dich was. Lol, ich hab vergessen. Lol, ich bin noch in Frieden mit Anne Harlow. Sie hat gerade eine Aufgabe für mich. Jetzt bin ich ja gerade vollkommen mit überfordert. Eieiei. Ich schick da aber nur. Wo ist denn jetzt die Frieden? Halt, stopp. Saalkopf ist schon vergeben. So, du bleibst hier. Du bist rum. So. Halt, aber du fährst trotzdem zu den Anlegestellen. Weil Saalkopf wird jetzt bei rum benötigt. Ah, ich krieg keine Bauern. Oh, weil die halbe Stadt wieder am Abbrennen ist. Na komm, greif doch an. Ich weiß gar nicht, ob mein Clipper überhaupt noch lebt. So, wie viel Kanonen will die? 12. Ich traue der Anne nicht, deswegen schicke ich dann nur diese Fregatte hin. Wenn die nämlich gleich versenkt wird, ist mir das egal. Ich will gerne mit der Anne auch Handelsrechte haben, weil ich einfach nur wissen will, was die zu verkaufen hat.
Alter, was hier alles so für kleine Schiffe rumfahren, ne? So, lass mal kurz gucken. Ich habe keinen Rum mehr im Lager, aber irgendwie juckt das mein Income nicht. Ich habe keinen Rum und trotzdem noch 21.000 Income. Wieso 21.000? Ja, 21.000. Was macht denn bei dir am meisten Geld? Warte, das meiste Geld machen die Inselanteile. Da kriege ich plus 28.760. Wenn ich die nicht hätte, wäre ich so hart im Minus. Ich habe die nur bei einer Insel. Das ist bei der Hauptinsel von der Barony. Du könntest quasi meine Wirtschaft so krass schaden, indem du einfach diese Insel einnimmst. Aber wenn du das machst, erkläre ich dir den Krieg. Digga, ein Inselanteil kostet 1 Million. Ja. What the fuck? Warte, ich hab mein Addon. Ich will mein Addon ausprobieren. Ich könnte jetzt für jedes meiner Schiffe hier in der neuen Welt das Addon kaufen, mal jeden Schiff aktivieren und ich könnte einfach deine Insel angreifen, ohne dass... Doch, ich kann sie angreifen, du wirst dich sogar wehren. Ja. Aber ohne dass ich dir den Krieg erkläre, könnte ich eine Insel einnehmen von dir. Hm. Nice, der Clipper hat es geschafft. Was habe ich jetzt? Hm? Ja. Wir tun alles. Okay, für 15.000 gekauft und für 6.100 verkauft. Ich denke mal, das lohnt sich nicht. Wobei, ich bild mir immer ein, alles was ich verkaufe bei den Piraten zu machen, um guten Einfluss zu behalten. So, warte mal. Alter, der Clipper mit den Stahlbeton und Stahlträgern ist so langsam. Wie sieht das hier jetzt eigentlich aus, so biermäßig? Ich weiß zwar nicht, wo ich Sekt her habe. Ich kann mich nicht erinnern, jemals Sekt in mein Lager jetzt zu packen. Alter, Bier. Bier ist leer. Ich brauche einfach noch einen zweiten Slot mit Bier. Die saufen so viel Bier. Ein Schiff wird angegriffen. Spannen Sie die Hosenträger und ab geht die Post. Der hat mein Schiff angegriffen. Also nicht der, sondern die. Na gut, dann wird sie jetzt sehen, was sie davon hat, einfach meine Schiffe hier anzugreifen. Gut, dass ich meine Patrouille hier habe. Und da dreht die auch schon ab, die feige Sau. Okay, die wurde gerade von dem George Smith und von mir angegriffen. Wer? Ja, die Barely hatte hier gerade ein Linienschiff. Neue Befehle? So, komm Leute, jetzt sortiert euch hier mal. Ich brauche nämlich jetzt die Linienschiffe alle. Das Flaggschiff bleibt weiter auf Patrouille. Da könnt ihr euch hier jetzt mal einig werden. So, das Flaggschiff bleibt jetzt erstmal auf Patrouille, aber das wird wahrscheinlich bald versenkt werden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ach, jetzt habe ich noch 6 Schiffe. Ich muss unbedingt Schiffe für die alte Welt. So, was muss ich hier machen? Geleitschutz kreieren. So, wo ist meine Fregatte? Ist die schon da? Leute, ihr schon da?
Boah, die Schiffe sind ja übel langsam, hä? Wie? Na, Beute gemacht? Du bekommst deinen Anteil, so wie alle anderen auch. So, und jetzt schnell raus hier aus der Piratenbucht, bevor die mir den Krieg erklärt. Ich trau der Alten nicht. Mein Ölfracht an die mittlerweile, mein Rumschiff mittlerweile angekommen. Noch nicht, wo ist es? Da kommt es. Eventuell muss ich jetzt die Rumproduktion ein bisschen erhöhen. Okay. Eigentlich habe ich ja hier Anlegestellen geplantet, Leute. Du hier, um zu helfen. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Du siehst es ja selbst. Alles. Okay, Schiffe, Schiffe bei den Piraten zu verkaufen, bringt überhaupt nichts. Wieso? Bei den anderen Händlern, zumindest in der neuen Welt bei der Händlerin, kann ich ein Schiff, was ich für 7, kann ich für 7.500 verkaufen, bei den Piraten nur für 6.100. Sein Geiz halt. Neben dem Schutz schätzen. Leinen los. Wie dämlich von den NPC, dass sie direkt in meiner Insel spawnen. Ihr Hafen wird angegriffen. Von 4 Kanonenbooten, die in meinen Hafen gespawnt sind. Das ist schlecht. Bam, bam, bam. Warte, bist denn du? Komm. Wobei, nee, ich lass den nochmal out of order. Andererseits kann ich mir das nicht erlauben. Ich muss hier das Elektrizitätswerk ausbauen. Uns geht das Material aus. Weil, Alter, ich brauche so viel Stahl. Wo bleibt jetzt mein Rumschiff eigentlich? Was brauchst du so lange, Mann? Lange, Mann. Ey, hier gibt's doch einen Öltanker zu kaufen. Brauchst du noch einen Öltanker? Nee. Gut, dann kaufe ich ihn und verkaufe ihn wieder. Oh, sagen Sie nicht.
Irgendwie leckt das heute ziemlich, richtig? Ja. Ein Springbrunnen-Element das kreieren. Bist du ein Springbrunnen? Du bist kein Springbrunnen-Element. Kann man mal. Oh, weißt du, was ich gerade für eine Income habe? Wie viel? Genau 216. Wahnsinn. Hey. Doch so viel. Mhm. Das ist ein Enten. Boah, das ist ein Ententeil. Und wie viel Geld habe ich bei meiner. Fast Million noch? Hunderttausend? Ja, 300, also 270. Das ist aber viel. Was zum Fick ist ein Springbrunnen-Element? Du könntest mir ruhig mal ein paar Millionen rüberwachsen lassen. Ich meine, du hast so ein Income wie du, das ist echt. Ich hab doch noch 548.000. Ich hab keine Ahnung, was ein Springbrunnen-Element ist. Da gehst du auf Kultur und dann gehst du auf Park Springbrunnen und dann ist da ein Springbrunnengarten. Park? Was? Das ist das. Guck mal, wenn du auf Kultur gehst, ist da ja. Park Springbrunnen. Okay. Bitteschön, dankeschön. Dafür möchte ich jetzt bezahlt werden. Springbrunnengarten, alte Tränke, großer Brunnen. Ich möchte jetzt bezahlt werden. Bezahlung. Yeah. Bitte schön. Danke. Das kann ich mir auch in den Popo. Okay. Nee. Hallo? Moin. Ich glaube, vorher ist hackt. Hacke, Hacke, Kuchen. Aber es geht ihnen nicht gut. So. Jetzt kann ich hier die fehlende Brücke bauen. Und hier die Gleise anschließen. Really? Haben wir ja noch mal einen kurzen Abstecher. Halt, hier werden keine Inselanteile zurückgekauft. Das ist meine Insel. Komm ja nicht auf. Andererseits sollte ich die Inselanteile zurückkaufen lassen und mir die Insel mit Krieg wiederzuholen. Ich glaube, wenn sie jetzt Inselanteile kauft, dann kaufe ich die nicht instant zurück, sondern warte, bis sie fast alle verkauft wieder gekauft hat und dann greife ich sie wieder an. Nur so mache ich die maximale Kohle. Wow. Ich würde das ja auch so gern machen, aber ich habe irgendwie alle meine Schiffe verloren und dafür halt irgendwie 1000 so. Inseln. So, dann können wir jetzt. Ich hab keine Fenster. Oho. Jetzt sind die Schienen alle fertig. Und jetzt fehlen mir Fenster, ey. Ich kotze. Alle Ölraffinerien in Pongo Pongo sind gebaut. Ich kann tatsächlich diesmal jedes Fleckchen Öl abbauen. Und jetzt kann ich das alles nicht ausbauen. Ich finde das so geil, dass hier die Bahnstrecke aber zwischen den Bananenplantagen durchführt. Tschu, da kommt der Ölzug. Ich sehe es. Eigentlich müssten die Schienen schon komplett verrostet sein, solange wieder noch kein Zug rübergefahren ist.
Okay. Oh, Leute. Der denn noch mich denn ärgern. So. Oh, Baumwolle geht runter. Das ist, du bist Mais, du bist Dings. Du bist Bananen. Wo habe ich denn die Baumwolldinger? Hä? Ah, hier. Ist mein Rumschiff eigentlich mittlerweile angekommen? Ja, ist es. Oh. Pelzmäntel könnte ich theoretisch mal eine Fabrik ausschalten. Was war das nochmal, was ich erledigen wollte? Guck mal, bei einer Insel in der alten Welt, bei Zeneca. In der alten Welt, bei welcher? Zeneca. Seneca heißt das. Kleiner Gruß. Feuerwerk! Feuerwerk. Bam, 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 bam. Mehr schon vorbei. Muss ich warten, bis der Clipper wieder zurückgefahren ist? Ui, ich habe am Ölhafen noch gar nichts ausgebaut. Denkst du, ich kann mit zwei Schiffen die Insel von dem Montgomery, also George Smith, einnehmen? Welche, wo ist die? Unten rechts in der neuen Welt. Unten rechts in der neuen Welt. Mit zwei. Schwieriges sein, du hast Torpedos. Ich habe einen drei, also. Alter, dann hast du den komplett aus der neuen Welt verbannt. Ich zeige ihn. Ja, das ist mein Ziel. Aber der kann wiederkommen, ne? Der nimmt sich seine Schiffe und greift auch wieder eine Insel von dir an. Aber ich weiß nicht, zwei Schiffe wird schwierig. Der hat zwei Kanonentürme und halt das Kontor, ne? Natürlich. Hm. Aber das Kontor ist nur mittel ausgebaut. Mittel. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, ehrlich gesagt. Ich hab. Es macht alles so wenig. Der macht ziemlich 3500. Oh, ich könnte sein Konto eigentlich fast kaputt machen.
Aber nur fast. Ich habe nicht viel Zeit. Doch, ich. Warte mal. Ich muss nach Frau und Tochter sehen. Könnte ich. Ohne Schaden zu kriegen, könnte ich das Konto kaputt machen. Den Rest schaffe ich auch noch. Wie viel Anteile hat das Ding? Nichts. Okay. Das ist so dreckig. Ich hasse das. Ich hasse das! Och. Warum muss das so sein? Kurs gesetzt. Na komm. So, in der neuen Welt ist meine Flotte wieder komplett auf, mit 8 Schiffen. Neu 8. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Schiffelein? Das geht leider nicht. So, jetzt muss ich nochmal die alte Weltflotte erneuern. Weil da fehlen mir auch noch 2 Schiffe. Puh. So. Alter, Lagerhaus ausbauen kostet 50 Stahlträger. So, ich glaube, jetzt kann ich getrost Glühbirnen freigeben. So. Ich glaube, jetzt kümmere ich mich mal darum, dass ich Kaffee anbaue und herstelle. Und dann schicke ich Kaffee mit rüber. Aber das ist ja gar kein. Das ist ja Kaffeehaag. Möge dieses Geschenk sie für immer. Ich werde dir die Genugtuung nicht geben, darauf eine Reaktion abzugeben. Warum nicht? Ich hätte vergessen. So, Kaffee. Das verbraucht. Scheiße, ich habe doch keine Journaleros. Muss ich wieder downgraden. So. So. Einmal Baum gegradet. So, zack, warte mal, ich plante das Ding mal hier. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Oh, du greifst sie an. Oh, du hast Torpedos. Nice. Siehst du, ich sag doch, du kannst eine Insel einnehmen, ohne getroffen zu werden. Ja, das war's aber jetzt tatsächlich auch. Und den letzten habe ich ein bisschen sammelt. Das Problem ist, man kann leider den Torpedo, man müsste eigentlich immer Torpedos einsammeln, damit die aufspannen und ins Konto packen. Wenn man dann wirklich irgendwas angreift, die Torpedos auch gezielt auspacken. So, viel Stahl habe ich nicht. Ich hau noch auch nochmal, zack. Zack und ein Stack Stahlbeton. Und dann geht's wieder rüber nach Pongo Pongo. Zack. Hier ist wieder ein Öltanker. Brauchst du einen? Nein. Aber diesmal kaufe ich ihn nicht. Da steht doch eine Fregatte. La. Achso, das bist ja du.
gespannt. Du hast nur einen Turm hier. Sorry, nicht. Ja, ja, gesagt, wird schwierig. Kannst du hier nochmal deinen Börser oder so draufballern? Weil er was war das eben? Na, er legt noch auf. Was macht der auf dieser Insel? Warum hat er da drüben eine Rumbrennerei, baut aber kein Bambus ab? Wenn ich das wüsste, Mikey, ne? Irgendwie macht diese Insel komplett keinen Sinn. Hä? Ist der Kanonenturm kaputt? Lol, das Schiff... Lol, den habe ich gar nicht gesehen da hinter dem Leuchtturm. Da wird das Schiff noch beschossen. Da ist ja noch eine Geschützstelle. Ja, die habe ich auch nicht gesehen. Ich wundere mich gerade, hä? Der Kanonenturm ist tot, aber warum kriegt das Schiff immer noch Schaden? Bitte, bitte. Ah. Das verliert gleich. Ja, die Kanonen, die Geschützstellung, die machen zwar nicht viel Schaden. Aber wir schießen schnell und verlangsamen dein Schiff. Ich hab kein Schiff hier. Ich hab keine Schiffe mehr. Du kannst bei der Isabel Samento ein neues Linienschiff kaufen, das fährt gerade raus. Und bei den Typen in der neuen Welt, da steht eine Fregatte. Wo ist Isabel Samento? Ja, das ist die Händlerin in der neuen Welt. Und in der alten Welt, bei den Händlern, steht eine Fregatte. Isabel Samento steht hier kein. Das fährt gerade rum. Und in der alten Welt bei den Händlern steht eine Fregatte. Fregatten kann ich selbst produzieren. Ich habe schon vor lange kein Schiff mal selber hergestellt. Wäre man ehrlich sagen. Tough. Ah. Auslaufen zur Beutefahrt und schneiden. Oh, die drei Treibgut. Gut, da kommt die Fregatte wieder zum Einsatz, weil ich trau der Piratin, der Anne Harlau, ich trau der nicht über den Weg. Wo ist eigentlich meine Flotte, wenn ich das mal so sagen darf? Wo sind die jetzt? Aber hier stehen zwei Schiffe? Ich brauche einen. Ich hoffe, du findest es aufregend. Das ist ein Linienschiff, was ich zerstören soll. Ich will auch so eine coole Flotte haben wie du. Zerstöre aber einen. Mir fehlt einfach alles dafür. Den großen Gönner leibhaftig zu treffen. Hä, mir fehlen Schiffe? Die begleiten das Schiff immer noch, obwohl die Mission schon beendet ist. Einfach nur, what the fuck? Ach du Scheiße, die treibt sich gerade bei Isabel, bei der Barrelie im Gewässer rum. Da muss ich dafür ja mal aufpassen, dass meine Schiffe nicht in deren Insel reinfahren. Schiffe wie diese. Los. Okay, ich hoffe, ich kriege das rechtzeitig mit. Ich hoffe, mein Schiff kommt innerhalb von 2 Minuten da an. Wie knapp wie der Schaden repariert wird. Bah! Den hier muss ich jetzt am ehesten einsacken. Das ist nämlich der. Ist er uns da drin? Ich hätte es einfach so lassen sollen. Welches davon ist der Mörser? Gute Frage.
Nähmaschinen droppen gerade richtig heftig. Weil ich keinen Stahl nachkriege. Ich krieg keinen Stahl nach, weil ich keine Kohle rankriege. Gleich am Museumsmodul. Das muss Ihnen undankbar erscheinen. Das war kein Museumsmodul. Das auch nicht. Was ist ein Museumsmodul? Hä? Was? Was ist ein Museumsmodul? Bauen Sie ein Museum, platzieren Sie ein Modul und statten Sie es mit einem. Ah, okay. Was hat er jetzt für ein Schiff zerstört? Möge es Sternenstaub auf sie hinabregnen. So, irgendwo ist ein Aufstand. Oh, das ist nicht gut. Polizei, ich hab Polizei. Da ist auch überhaupt keine Feuerwehr. Oh, ein Schiff wird angegriffen. What the fuck? Schon mehr Schaden drin. Hör zu mal. Was soll ich sagen? Oh, danke für 9000 von John Dean Fortune. Achtung, Admiral anwesend. Jo. Kannst du mir mal einen Gefallen tun und gucken, wie viel die Insel von wert ist, also die Montgomery-Insel? Warte, mache ich sofort. 88! Genau 88 Schaden. Was habe ich denn hier drin? Ach, das Piraten-Item-Ding, alles klar. So, Montgomery ist... Kann ich nicht gucken. Ist gerade im Krieg, kann ich auch nicht gucken. Aber du hast es ja gleich. Oh, ein Schiff wird angegriffen. Ah. Da, oh nein, das sind sogar die Mörserschiffe. Geil. Und fast ein Volltreffer tatsächlich.
Verstanden, Herr Admiral. Natürlich. Ey, wirklich, die Schiffe sterben bei mir. Abkommen geschlossen. Die Insel eines Konkurrenten. Nice. So, damit ist der Typ weg. Ja, bin mal gespannt, was passiert. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Aber nichts. Mein Clipper eigentlich schon angekommen, habe ich den schon alles klar, da ist er. So. Und jetzt kann ich hier hoffentlich auch endlich mal Öl abbauen. Der Streik wurde beendet. Nice. Bam. Schiff unter Beschuss. Och, keine Chance, ey. Ich habe gerade gesehen, dass ich da hinten noch eine Ölraffinerie brauche, eventuell. Die muss ich gleich bauen oder kriegen. Das ist belastend. Alter. Ich habe wirklich nur noch Fregatten. Okay, das ist tatsächlich nicht so nice. Also, ich glaube, ich sterbe einfach, weil ich meinen Handel nicht mehr führen kann. Und ich habe keine Stahlträger mehr. Ich krieg's kotzen. Ewig fehlt hier irgendwas. So, jetzt fahren die Ölfrachter auch nicht mehr leer. Kaffee ist jetzt auch einer gestorben. Na geil. Alter. Apropos Kaffee, da bin ich irgendwie von abgekommen, das zu bauen. Oh Gott, ey. Ich habe wirklich... Ich habe keine Schiffe mehr. Toll.
So, eben mal eine Brücke umgesetzt, was in Deutschland 10 Jahre dauert, habe ich in einer Minute geschafft. Mach mal hier die Brückenbauer nicht so fertig. Ja, ist doch so. In der Zeit, wo du hier in Deutschland eine Straße oder eine Brücke gebaut hast, da bauen die in China ganze Städte. Da sollen sie mal die Leute... Nochmal der Hinweis, sei vorsichtig. Da sollen sie mal die Chinesen ranholen. Dein Mikrofon hat gerade überhaupt nichts aufgenommen. Wie? Ich weiß nicht, was du gesagt hast, weil dein Mikrofon nichts aufgenommen hat. So gar nichts aufgenommen. Keine Ahnung, du hast doch nochmal der Hinweis, sei vorsichtig. Mehr kam nicht. Ja. Mehr wird auch nicht kommen. Das ist gut. Weil ich hoffe, dass du es gerafft hast. Ich hab nichts gerafft. Ja, okay, warum frage ich auch eigentlich? Das weiß ich nicht. Oh geil, willst du ein Piratenkanonboot kaufen? Nein, danke. Wir tun alles. Also das macht 30 Schaden, das macht eine normale Fregatte. Wenn ich, also eine ganz normale Fregatte. Ich hoffe auf eine Zeit. Eigentlich ist es gar nicht schlecht, ne? Ja. Aber ne. Kanonenboot will ich nicht. Bitte? Ein Fisch wurde schon wieder zerstört. Natürlich wurde schon wieder ein Schiff zerstört. Danke für gar nichts. Bitte. Wirklich, ich kann nichts mehr machen, weil andauernd die Nachricht wurde. Aber warum? Ein Schiff wurde zerstört. Warum werden deine Schiffe zerstört? Ja, weil deine Schiffe durch die Inseln da unten in der alten Welt fahren. Da deine Schiffe müssen dummerweise durch das Gebiet von diesen Storch-Dings durch. Ach, schon wieder ein Schiff wird beschossen. Da hätte ich ja gar nicht mit gerechnet. Es ist einfach jetzt mein Öltanker, den es erwischt. Meine. Da ist ein Linienschiff. Ey, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie muss ich was da ändern. Also muss ich aufhören, mit dem im Krieg zu sein. Ich sterbe noch da. Ich höre nur ich. Ja, weil ich auch gerade sterbe. Sterben ist nie gut, das solltest du lassen. Haltet sie auf Kurs. Wenn du etwas Ausgefallenes suchst, sei auch bereit, seinen Preis zu bezahlen. Oh, fuck! Oh, Alter! Du hast etwas für mich, nicht wahr? Oh, Mikey, ich will nicht! Ich denke schon, dass du gut bist. So, die Fregatte, die fährt zu Anne. Anne Harlow. Mich greifen 4 Piratenboote von Anne Harlow an. Mein Öltanker stirbt gleich. Ein Linienschiff am Gelben und eine Fregatte. Lol, ich sehe. Boah, what the fuck? Ich bekomme durchgehend die Nachricht. Guck mal, du kannst ja gleich einen neuen Öltanker kaufen. Schön. Kannst gleich einen neuen Öltanker kaufen und das Öl einsammeln, wenn die Schiffe weg sind. Und du 300.000 hast. Ich weiß nicht, ich glaube, der Gelbe wird nicht so leicht wieder sein, mit den Frieden zu kriegen. Ich bin da die ganze Zeit dran. Ja. Ah, tschüss, das Flaggschiff von Rinker. Ja, was steht am Flaggschiff da auch rum? Gute Nacht. Also ich glaube, jetzt wo du ihn aus der neuen Welt verbannt hast, kriegst du glaube ich erstmal nie wieder mit den Frieden. Ich bin gerade dabei, daran zu arbeiten, mit Anne Harlow Handelsrechte zu kriegen.
Habe ich Glühlampen frei? Habe ich. Bank. Wo brauche ich denn die Bank hin, all? Kirche. Wir brauchen auch das Bedürfnis nach Kirche. Die brauchen uns nicht mehr. Dazu sind wir doch hier. Aber die, die ich hier drüben gar nicht mehr habe, dann kann ich die Kirche auch umsetzen eigentlich. Problem ist, die passt hier nirgendwo rein. Weil, ach scheiße, hier sind ja noch mehr von den Häusern. Ich müsste die hier auch nochmal verschwenden, dann kann ich die Kirche nämlich hier oben hinsetzen. Apropos verschwinden! Habe ich. Lass mal ganz kurz ein kleines Päuschen machen, damit ich mir die App entholen kann. Bam. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Kann weitergehen. Eine Sekunde. Oh. Ja, kann weitergehen. Gut. Du kannst auch auf Fortsetzen drücken. Du klingst irgendwie so ein bisschen genervt. Kann das sein? Wie soll ich mich denn jetzt verhalten? Das weiß ich nicht. Nimm doch die beiden Inseln da unten ein. Dann ist er da unten nicht mehr. Ja, mit welchen Schiffen, du Schlaubi? Mit zwei Flaggschiffen, die ich eigentlich für den Handel benötige? Vier Schiffe. Und mein Schiff wird schon wieder angegriffen. Achtung, Admiral anwesend. Soll ich dir mal was verraten? Nein. Das schmeckt richtig geil. Das freut mich. Ja, quasi. An den Erdbeerjoghurt. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Selber gemacht. Ah, jetzt wird meine Insel angegriffen, okay. Oh, Alter. Ja, ich sag doch, er holt sich die Insel. Kannst du dich vielleicht nicht auch irgendwie. Nein, ich gehe nicht mit in den Krieg. Warum nicht? Nein. Ich sag doch, er wird sich die Inseln zurückholen. Welche denn? Wo denn? In der neuen Welt holt er sich gerade eine Insel zurück. Bei den Piraten da oben eine. Aber ich hab dir das gesagt, dass er sich die Inseln zurückholen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Hier ist schon wieder irgendwas am Rumgammeln. Was war denn das? Ich weiß allerdings nicht, ich glaube, das schafft er nicht. Schlachtkreuzer macht viel Schaden, Konto allerdings auch. Schlachtkreuzer ist. Boah, das Konto zieht dem Schlachtkreuzer aber ordentlich was ab. Das könnte dein Konto tatsächlich gewinnen.
Andererseits glaube ich das nicht, weil sonst wird ein NPC da keinen, nicht nur einen Schlachtkreuzer hinschicken. Doch, das macht mein... Aber mein ja, ich glaube, da... Oh, Alter, viele neue Besucher treffen ein und zack ist mein Income von 22.000 auf 26.000. Oh. Ich hatte doch irgendwas gehabt, was Besucher hieven. Beeinflusst. Leute, ich hab bei Silver, ich hab hier was für den Zoo. Bam. Und zack. Und schmeckt. Mhm. Ah, hier. Hafenmeisterei. Damit es allerdings so geil schmeckt, muss das mindestens 4 Stunden stehen. Natürlich. Mein Schiff ist wieder kaputt. Ich weine. Mikey, also... Oh, er zieht ab mit dem Schlachtkreuzer. Erstmal die Erdbeeren schneiden, waschen, dann Zucker, dann 2 Stunden stehen lassen, Joghurt rein und nochmal wieder 2 Stunden stehen lassen. So, wo ist die Hafenmeisterei? Dazwischen kann ich sie nicht planten, hier will ich sie nicht planten. Da kann ich sie auch nicht planten. Okay, blöd, dann plante ich sie hier. Kann sie aber nicht ausbauen, weil ich keinen Einfluss habe. Weißt du, was cool bin da? Was findest du cool? Ich sterbe gleich. Wir nehmen es. Was? Wieso? Ja, weil ich keine Schiffe habe und nichts mehr geliefert werden kann, mein Income und kein Geld habe. Das ist schlecht. Nee, das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ganz gut, weil ich habe keinen Bock mehr. Angebot ungültig und zu rechnen Mittel. Was? Hä? Ich kann dir kein Geld schicken. Du sollst mir auch kein Geld schicken. Warum? Wehe, du schickst mir Geld. Warum? Aber ich kann denn. Oh, ich konnte dir Geld schicken. Warum? Ja, damit du dir vielleicht ein Schiff kaufen kannst. Oder 2. Oder Schiffe herstellen. Ich habe aufgegeben. Warum? Weil es nicht geht. Ja, aber du bist doch angefangen mit dem Krieg. Es ist ausgeartet. Wo ist eigentlich meine Patrouille? Mein Schiff wird gerade angegriffen und die Patrouille, die hängt hier. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Alter, wie viel hält der denn aus? Alles klar. Der Monitor. Alter, okay. Ich weiß nicht, aber ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen mit dem 400.000. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Alles bereit. Leute, wir werden nicht stehen geblieben. Ich weiß, stehen bleiben, damit es weitergeht, aber nee, das habt ihr falsch verstanden. Warte mal, lass mich mal ganz kurz was überprüfen. Ich glaube, Eisen kommt in Massen ran.
Aber Kohle ist knapp, aber Kohle habe ich selber nicht so viel hier. Yep. Steinkohle. Wird abgebaut. Hier drüben habe ich keine, ne? Ne, das ist belastend. Schiff unter Beschuss. Ein Schiff hat angegriffen. Okay, komm. Du musst aber nur schnell genug sein. Dann fährst du mich genau in die Patrouille rein. Warte, habe ich nicht irgendwo Bergungsgut gesehen? Tatsächlich. Bereit für neue Befehle. Ich weiß nicht warum, aber diese ganzen kleinen Minischiffe hier, die lenken mich voll ab. Okay. Admiral auf der Brücke. Die fahren einfach am Flaggschiff vorbei, geben ihnen eine Salve mit. Den scheißegal, aber das ist mir nicht egal. Okay. Hier für die 400.000. Hast du mir das gegeben? Das ist richtig, aber ich wollte dir damit helfen. Wie gesagt. Ja, wie gesagt. Ich strebe darauf. Sterben. Warum? Ich hab dir doch. Was hast du? 400.000 gegeben. Das sollte doch reichen. Mit was soll ich mit dem Geld anfangen? Ich kann Schiffe ja kaufen, bauen. Schiffe bauen. Ja, wo soll ich denn hier bei Sir Archibald Blake, soll ich mit zwei Öl ein Kriegspanzer angreifen oder was? Ja. Und beim Piraten gibt es leider nur eine Aufgabe. Und die olle Bitch in der neuen Welt hat tatsächlich ein Lied. Ja, musste kommen. Und der Fregatte steht da auch. Alter. So, jetzt wartest du. Da wird mit Sicherheit gleich ein Clipper oder so kommen. Ist halt blöd, dass man sich gegen untereinander keine Schiffe verkaufen kann. Ja, das stimmt. Aber zu viele, ich habe zu wenig. Aber? Wie sieht ein Hafen auf der Liste auf der rechten Seite aus? Zielhafen. Du kannst Charterrouten einführen. Was sind Charterrouten? Charterrouten habe ich noch nie mitgemacht. Warte mal, geh mal auf Routen, Route einrichten, Charterroute. Ja. Dann wählst du jetzt das Item aus, was hin und her gefahren werden soll. Sagen wir mal rum. So, Ware auswählen, Konto auswählen. Dann wählst du deine Hauptinsel aus. Ja. Warte mal, ich mach mal. Und dann Zielhafen? Dumm Haus. Ach, scheiße. Nein, das war falsch. Falsch! Neue Welt. Pongo Pongo. Jetzt der Zielhafen. Dummhausen. Nee. Hä? Du musst halt dann immer nur dafür bezahlen, ne? Ja, Zielhafen Dummhausen. Jetzt machst du die Menge und je mehr du eingibst. Ach nee. Ist das jetzt Kosten pro Item 80? Also 50 oder Kosten pro. Ich schätze ja Kosten pro Fahrt. Ja, dann gehst du auf Charter.
Und dann fährst du erstmal mit einer Route, die du halt bezahlst. Und Aber was ist mit dem Schiff? es ist ja nicht dein Schiff. Es wird sozusagen nicht eingegriffen. Ich müsste eigentlich, ich glaube, das müsste nicht angegriffen werden. Wo ist das Schiff? Also wo sehe ich das? Hast du jetzt eine Route Ja, ich habe eine Charterroute jetzt. Das kann ich dir nicht sagen. Das wirst du bestimmt irgendwo sehen. Naja, okay. Aber wie läuft das denn? Ich Ich meine, denke das mal, sind ja jetzt nur 80. das Schiff 80 rum. fährt jetzt nur mit 80 rum. Dann müsstest du noch eine Route einstellen, noch eine und noch eine. Die Charterrouten sind ja auch nur da, bis du die Routen irgendwann selber wieder ablösen kannst bei deinen eigenen Schiffen. Du weißt übrigens, dass bei den Piraten der neuen Welt ein Linienschiff von dir steht. Weiß ich, der hat eine Aufgabe abgegeben. Und dafür habe ich nämlich genau gar nichts bekommen. Oh, der Crankheit ist ausgebrochen. Und, Alter, ich habe eine Krankheit und trotzdem 26.000 Income. Oh, 8 Schokolade. Habe ich das? Habe ich. Lol, ich kann mein Konto noch ausbauen. Bitte. Ekelhaft. Ganz genau. Bevor ich auch nur einen Knicks mache, sterbe. Wir nehmen Ich es. glaube, ich kann meine Ölproduktion einstellen. Wieso? Mein Konto ist übervoll. Naja gut, wenn ich ehrlich bin, habe ich gerade auch einen leichten Überfluss an Öl. Mein Lager ist einfach voll. Ich Mein habe Boot ist gerade 1000, erst weggefahren. ich habe 1058 von 1150 Öl. Eigentlich brauche ich noch gar kein Öl aus Pongo Pongo importieren. Oh, mir fehlt Kohle. Ich muss unbedingt dieses Kraftwerk hier ausbauen, damit hier die ganze Produktion mal so ein bisschen schneller geht. Weil ich habe keine Kohle, dadurch habe ich keinen Stahl. Dadurch können keine Nähmaschinen hergestellt werden, keine Glühlampen, keine Pads, Nur, keine. also irgendwie höre ich die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen. Ich sag ja auch irgendwelche Sachen. Warte mal, ich hatte irgendein Add-on gehabt für die ganze Stahlproduktion. Ich habe hier noch gar keine Handelskammer. Problem ist, ich kann auch keine bauen, weil ich keinen Einfluss habe. Oh nice, eine neue Aufgabe. Mal sehen, ob du zu gut. Du traust dich was. Drei Schiffsbrüche gerettet, das kriege ich hin. So, ich schicke eine Fregatte los, um eine Aufgabe zu machen, die eine Krankheit an Bord hat. Hast du dein Charterroutenschiff schon gefunden?
Nee. Hast du es gefunden? Nee, kommt denn rum an bei dir? Das ist Charter-Routenschiff, das ist ein Schoner. Wo ist es? Das fährt aus der neuen Welt gerade aus meiner linken Insel weg. Neuen Welt, linke das Insel. Ist, das, hat den, das ist so hellgrau. Neue Welt, linke Insel. Da ist eine Piratenfregatte. Nee, weiter oben. Weiter oben. Oben links? Nein. Wo denn? An Nutzlos 1 dran gerade. Wo ist Nutzlos 1? Nutzlos 2? Nutzlos 1. Da ist es ein Piratenlinienschiff. Ah, hier. Nein, das ist ein Piratenkanonenboot. Hä? Da! Nein, das ist Elektra 2. Ist es der? Ja. Lol, der gehört dir. Das heißt, der kann doch angegriffen werden. Das ist schlecht. Eigentum von Rinker. Fuck. Das ist schlecht. Ich versuche mich ja andauernd schon einzuschmeicheln, aber es ist unmöglich. Ja, du hast ihn aus der neuen Welt verbannt. Es ist kein... So, ich finde, der übertreibt da völlig. Es ist kein Wunder, dass er kein Frieden mit dir will. Das verstehe ich nicht. Ich würde Frieden mit mir haben wollen. Alter. Es fehlt mir wirklich an allem andauernd, ne? Oh, nervt mich das, heilige. Oh nice, da fehlt ein Frachter mit 120 Öl an Bord. Einer von meinen vier. Drei fahren immer noch leer. Weil ich immer noch nicht die kompletten Ölreserve in der neuen Welt ausschöpfen kann. Weil mir da drüben immer noch Stahl fehlt. Und für Stahl fehlt mir Kohle. Alles bereit. Immer nur Kohle. Es geht immer nur um Kohle. Kohle, 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 im ganzen Stream hänge ich schon wieder daran, irgendwie einfach ein bisschen Organisation reinzukriegen und keinen Krieg mit. Ich finde das lustig. Was ist daraus geworden? Das richtig, ich habe keine Schuffel mehr. Ich finde das lustig, dass ich immer nur Bruchstücke von dir höre, weil dein Mikrofon die Hälfte nicht aufnimmt. Wie sieht es denn aus? Hier wird Kaffee produziert. Hier ist noch Kaffee da und er fährt. Wunderbar. Ach ja, da war ja was. Ich war ja auch dabei, Kaffee zu produzieren. Ich habe es geschafft, ein Kaffeefeld zu blenden. Krieg ich doch hier gleich schon wieder. Ich wusste es. Ich wusste es ganz. Ist das Gitter? Du hast gerade die ganze Zeit geredet. Ich habe kein Wort verstanden, weil dein Mikrofon nichts aufgenommen hat. Schön. Das ist doch Bullshit. Dass dein Mikro nicht aufnimmt oder dass der Schoner jetzt angegriffen wird? Mein Leben. Was? Warum? Du hast doch jetzt ein paar Schiffe, dann häng die doch an den Schoner dran als Begleitschutz. Ja. Dann kann ich dich auch selbst fahren lassen. Wir haben keinen Platz. Hier ist irgendeine Rahel. Die fährt jetzt hier mal. Da ist jemand toxisch unterwegs. Ich bin nicht toxisch. Nein, bin ich wirklich. Nein, gar nicht. Habe ich dich irgendwie angepaupt? Nein, mich nicht, aber. Ja, dann bin ich nicht toxisch. Ach ja, schön, schön. Na, jetzt gleich. Gereizt vielleicht. Das würde ich zugeben. Zirk. Eine Fregatte hat das Ziel erreicht. Was? Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Oh mein fucking Gott. Meine Insel hat keinen Rum mehr. Das ist schlecht. Ist das wirklich wahr? Es ist wirklich wahr. Und Fisch geht zurück, heilige Kacke. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Ich kotz gleich. Ich will dich einfach nur schlagen. Gar nicht toxisch. Nein. Aua.
gerade rumgeliefert worden. Alter, was ist jetzt mit der Stimme los? Ja, das kriegt mich wieder ein. 200 rum. Schiff unter Beschuss. Ein Schiff wird angegriffen. Hä? Achso, aber der ist gleich wieder raus aus dem Radius. Hast du schon mal erwähnt, dass die Erdbeeren geil schmecken? Ja. Aber ich glaube, 500 ml Joghurt zu viel waren für 500 Gramm Erdbeeren. Ah, das ist natürlich belastend. Oh! Nein. Hallo, Tom Bombalin. Ja, Tom Bombalin ist gerade im Chat. Moin! Er sagt, wie geht's, wie steht's? Mir geht's gut, steht alles gerade und Rinka ist toxic. Ciao. Ja, wo fährt denn das Schiff jetzt? Da, lol. Ich hab meinen anderen rum. Ja, ein Lagerhaus, ne? Ja. Warte mal. Das ist dumm rum. Wo ist denn nur rum? Hör, was hat der denn hier? Zack. Ping. Dann soll sie ein paar Inseln angreifen. Ja, das hat sie ja gemacht. Die Inseln hier in der neuen Welt hat sie alle ausgelöscht. Aber jetzt kriegt sie mit den Typen hier. Das ist der Herr Smith. Miss. Kein Frieden und hat alle ihre Schiffe versenkt und jetzt ist sie kurz vor Ende. Naja, so schlimm geht's mir tatsächlich eigentlich nicht, aber es nervt mich halt. Aber so tust du gerade. Ja, ich tue immer so. Warum steht so ein Linienschiff hier von meiner Insel? Wenn ich kann das Enigma nicht lesen. Wenn der mir den Krieg erklärt, dann lösche ich den auch aus. Mikey, ich kann das Enigma nicht lesen. Das ist schlecht, das wird mich stören, wenn ich du wäre. Du ignorierst es. Ja, was soll ich da machen? Lass mir das Enigma sagen. Guck in die Konsole. Was? Keine Ahnung. Ich. Was ist klein, rund und weiß? Ja, Perlen. Hast du Perlen? Ja. Ich nicht. Ich. Alter! Ich nicht! Ja, Rob. Wie sieht das hier eigentlich mit Krankheiten aus? Ich habe gar kein Krankenhaus. In der neuen Welt. Egal. Egal. Alles. Hey, die hat mir gerade Inselanteile gekauft. Jetzt habe ich 2.132.000. Und wenn die alle Anteile gekauft, dann nehme ich die Insel wieder ein. Hui, mit Krieg und Peng Pang Badabum und Tod und Sterben und Gedärme und Krebs und Gehirn und alles. Ganz ehrlich, in der neuen Welt habe ich schon lange keine Aufgabe von den Piraten und von der Händlerin gekriegt. Die wollen, glaube ich, nichts mehr von mir. Die. Keine Ahnung. So, Kaffee. Muss ich weiter anbauen, aber. Das ist ja gar kein Kaffee. Nein, 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 nein. Das ist ja Kaffee, Hark. Ich soll Sekt produzieren. Ich denke, das schaffe ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Ich kann ja noch gar keinen Sekt herstellen, Leute. Ich muss euch mal ausbauen, lol. Was ist das denn für eine Straße? Hä? Hallo, baut die. Was ist denn hier jetzt los? Wieso geht das jetzt nicht? Was fehlt mir? Ah, ach so, es ist Holz. Hast du zufälligerweise Holz über? Als ob mir jetzt Baumaterial. Was? Nochmal die Frage: Hast du Holz über? Ja. Magst du geben? Magst du kurz rüberschiffen? Oder fallen lassen? Hä? Was ist das denn jetzt hier für ein Scheiß? Hast du ein Schiff bei dir in deiner Insel? Ich habe eben den Schienenwahn verbunden. Jetzt habe ich sie abge. Alles klar, Spiel.
Jetzt habe ich sie. Mikey, ich bin jetzt bei Drumhausen und du kannst Holz. Jetzt habe ich sie abgerissen. Steht sogar ein Clipper von. Und jetzt fehlt mir Stahl, um die Ski wieder zu verbinden. Und was ist das? Schmeißt du Holz runter? Bitte. Aber naja, ich meine. Ja, warte, ich bin gerade nicht in Drumhausen. Du musst doch nur kurz Holz runterschmeißen. Yubi-Bug. Wir entwickeln Bugs und keine Spiele. So, du stehst bei Drumhausen. Warum sehe ich dich hier nirgendwo? Da komme ich doch. Bringst du mir meinen Anteil? Jetzt kriegen wir alle was. Du sollst es ja nur fallen lassen. Okay. Nicht so viel, ich habe nur einen Platz. Ich kann das gar nicht einsammeln. Warum nicht? Habt ihr doch gerade gesagt, dass ich nur einen Platz habe. Das ist Holz und kein Brett. Ja, du wolltest Holz haben und keine Bretter. Bitte, hier, nimm den Kack zurück und nimm bitte Bretter. Ja, schmeiß es doch noch weiter weg. Ich sammle jetzt einen und schmeiß zur anderen Seite ab. Funktioniert. Ich bin da schon hingefahren. Ja. Hast du Bretter? Hast du Brot? Also haben wir noch ein bisschen Pepster. Aber also noch Pepster? So, hier. Dankeschön. Aber Peps? Auch noch Peps? Haben wir noch Pepster? Vielen lieben Dank. Auf einer Route gibt es ein kleines Problem. Ja, du, Kollege, ich bin gerade hart am Arbeiten. Wie sieht es eigentlich mit meiner Charterroute aus? Fliegt die jetzt oder nicht? No. Ach du Kacke. Das gibt doch gleich wieder Stress. Ich seh's doch. Du hältst an. Und du auch. Und wir produzieren hier ein Linienschiff, jawohl. Weil wir fahren nämlich. Wir fahren nämlich mit den großen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe 11.000 Income. Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Gehen Sie, beweisen Sie sich. Ich glaube, nach einem richtig großen Down kommt ein richtig großes Up. Ich muss 25 Zufriedenheit halten. Wie mache ich ihn? Wie kriege ich ihn Zufriedenheit bei der Bevölkerung? Zufriedenheit. Wie kriege ich Zufriedenheit? Ich glaube mit Rathaus-Addons. Auf jeden Fall. Ich friere schon wieder heilige Scheiße. Wo? Oh nee. Ein Schiff wird angegriffen. Eugi. Was ist denn? Schachkreuzer. Warte mal, wo ist meine Patrouille? Hä? So, komm, gib Kette. Komm. Halt, du fährst mal ganz kurz hier, machst einen kleinen U-Turn. Boah, ich bin wieder auf Null mit ihm. So. Ich bin sogar mit einer Halo besser. Meine Fregatte, meine Patrouille kommt, das Linienschiff wird gleich versenkt. Welches Linienschiff? Leute, ihr liegt bergungsgut. Alter, Linienschiffe sind so träge, ey. Nice.
Schiff unter Beschuss. Und das Liegeschiff ist versenkt. So, was soll ich bei den Typen? Ach ja, nix, alles klar. So, ja, geht wieder auf Patrouille. Und du steuerst den Hafen an. Fehlt mir jetzt? Wo? Spiel hängt. Nutzen Sie es weise. Ach, Brot, natürlich. Ah, George Strutt Smith hat mir gerade 9000 Münzen gegeben. Das kapiere ich nicht. Ah, Arbeitsbedingungen auf minus 50 Stellen bei einigen Herstellungen. Ah, danke für den Tipp. Warte mal, was brauche ich denn gerade überhaupt nicht? Wie lange hast du jetzt den Chat ignoriert? Ich ignoriere den Chat nie. Also. Wow, plus eins. Na, Schwein wäre dumm. Dass man das nicht auf Escape beenden kann, ne? Hm. Ach, wir haben es gerade nicht so eilig. Guck mal, das waren jetzt schon plus 3. Erzeugt beim Zinkvorkommen das nochmal runter. Plus immer noch plus 3. Plus 4. Plus 6. Oh, was 6. War das? Scheiße. So, jetzt dürfte das genau 25 sein, wa? Ist auch egal, was du machst. Danach machst du es wieder auf Standard nach der Quest. Du musst Betriebe machen, wo viele Arbeitskräfte drin arbeiten. Okay. Weil der Durchschnitt berechnet wird. Ah. Wo arbeiten viele Leute drin? Ah, da betroffene Arbeitskräfte 400, 800. Was ihr da jetzt macht, das ist mir zu hoch. 0, 50, 800. Jo! Das bringt was. Okay, ja, lass mich mal ganz kurz was gucken. Ach komm, ich hab sowieso einen Stahlmangel, also drauf geschissen. So. Stahl kommt sowieso nicht an, dann kann sich in der Zeit mal der Kohlevorrat erholen. Wo brennst du jetzt hier schon? Oh, meine Güte. So, komm. Ein Popel brauche ich noch. Nice. Und jetzt dürfte der Timer laufen. Hallo? Timer? Warum läuft der Timer nicht? Über 25. Nicht 25. Ja, ich habe jetzt bei 26. Aber warum läuft der Timer nicht? Hallo, Timer laufen.
Jetzt, hallo, Sie dürfen laufen. Halten Sie in der Region? Oh, muss ich das hier auch? Jetzt bin ich wieder bei Dummhausen. Aber diese Insel ich würde hat. Wieder in Frieden mit ihm kommen. Diese Insel hat gar keine Bevölkerung, also ist das hier ja scheißegal. George plagt es, dass ihre Leute unglücklich sind und schlägt vor, dass sie im Namen des Fortes etwas gegen unternehmen. Halten sie das gefolgte Kriterium für eine bestimmte Zeitdauer über einen bestimmten Wert. Ja, ich denke mal, oder vielleicht läuft der Timer auch gar nicht und ist einfach in 5 Minuten vorbei. Ich bin ganz beschämt. Und wie viel hast du noch von deinem... von deiner... Süßlichkeit. Ein bisschen war die noch da. Wo ist denn das Flaggschiff? Flaggschiff? Da. Gemeinsam triumphieren wir. In die Takelage! Was wollte ich jetzt machen? Scheiße, ich wollte irgendwas machen. Ah, so. Zack. Und rinn damit. Ja, kompletter Absturz. Ich kann mir das leisten. Oh, der Timer läuft. Alles klar. Den brauche ich jetzt nicht mehr reduzieren. Alles klar. Easy. Ja, ich muss der Bevölkerungszufriedenheit von über 25 halten für 5 Minuten. Jetzt ist der Timer gelaufen. Und wenn die Quest vorbei ist, dann knechte ich die Leute wieder. Ach so. Jetzt schone ich erstmal die Leute. Und sobald der Timer abgelaufen ist, dann können sich die Leute mal warm anziehen. Aber ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich hier ein neues Kraftwerk gebaut habe. Ja, ich tippe doch auf das Alpaka-Ding. Naja. Knechten ist halt nicht gerade Standardspielweise, ist alle Produktion nach 50 zu stellen. Das ist Knechten und auch ökonomisch sinnvoll. Ja, nach dieser Aufgabe müssen sie erstmal alle Produktionsgebäude auf 100, damit das, was jetzt in der Produktion ausfällt, wieder reinkommt. Das Geld muss wieder reinkommen. Ja. Thank you.
Na, fährt er zum Kraftwerk? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Null Prozent Zeitung, 15% Geld, 10%, was ELD, was ist ELD? 10% Geld und 30% Bedürfnisse ist Standard. Okay. 0%, 15%, 10%, was? Ah, der fährt jetzt im Kraftwerk. Ups, 15. Der bezahlt mir 70.000 für einen Nichtangriffspakt. Jo, da schlage ich doch mal direkt zu. Wenn's Geld bringt, immer her damit. Ich muss die Instruktionen für die Arbeiter weiter vereinfachen, damit sie nicht wieder unten das Handbuch zu lesen das wäre Geräusch nicht mehr. Welches Geräusch? Mein Schiff ist so eingeschossen. Nice, jetzt kommt die Kohle ran und jetzt reicht die hoffentlich auch. Kannst ihn aber 5 Stunden nicht angreifen. Das, dafür kann er mich 5 Stunden lang auch nicht angreifen. Aber ich hatte auch nicht vor, ihn anzugreifen. Und er hat mir dafür 70.000 gegeben, also. Da nehme ich lieber die Knete. So, hier bei Isabel Cementos, also in der neuen Welt, gibt es wieder eine Fregatte und einen Clipper. Was du machen kannst, ist ihnen seine Anteile kaufen. Na, wenn ich ehrlich bin, habe ich in einem früheren Spielstand, lol, kann das sein, dass du gerade dein Frachtschiff neu gekauft hast und es jetzt wieder versenkt wird? In einem früheren Spielstand habe ich schlechte Erfahrung gemacht mit Anteile kaufen. Und deswegen habe ich nur bei dieser Insel alle Anteile. Das ist von ihr die Hauptinsel. Die habe ich eingenommen durch Krieg. Ich lasse die jetzt alle wieder zurückkaufen. Dann nehme ich die wieder ein durch Krieg. Und so mache ich halt... Das ist halt hier so Daily Business. So mache ich hier halt die Knete. Und werde zwar heftig, aber... Ich werde gucken, dass ich in der Zwischenzeit mal Torpedos kriege, weil dann bombardiere ich erstmal alle Torpedos rein und dann hole ich mir die Inselanteile wieder. Dann reite ich mit meiner Armee da ein. So gebe ich kein Geld aus für Inselanteile und kriege bestimmt 10 Millionen dadurch. Naja gut, 10 vielleicht nicht. Vielleicht nur 2,5 Millionen. Ist ja fast 10. Mathe, das kann ich. So, so, warte mal, hier ist gleich vorbei, dann kann ich die Arbeitsbedingungen wieder auf normal setzen. Nice. Und jetzt wieder alles auf normal. Ups, oh Mann, ich bin so durch. Habt ihr alle Inselanteile? Nachtschicht gehabt und nicht geschlafen. Ich meine, habt ihr alle DLCs? Also ich habe alle DLCs, aber Rika leider nicht. Deswegen spielen wir gerade nur die Standard-Anno-Version. Ich weiß nicht, ob es dann wird es mit den DLCs schwerer oder einfacher. Anders. Achso. Weil du mehr Möglichkeiten hast. Es gibt da 2 oder 3 neue, komplett neue Welten. Wobei eine Welt tatsächlich nicht für den Koop-Modus geeignet ist, und zwar versunkene Schätze. Ich weiß. Aber sonst... Ich habe alle DLCs. Ich habe mir die Season-Pässe alle gekauft. Somit alle DLCs. Und wenn noch DLCs kommen, kriege ich die durch die Season-Pässe. Das ganze Gameplay ändert sich. Ja, das ganze Gameplay ändert sich.
Anno ist da quasi. Weil mit den einen DSC kannst du. Da gibt's Luftschiffe irgendwann. Da fliegst du dann mit Luftschiffen durch die Gegend. Die gibt es ja jetzt hier gar nicht. Vorher sterbe ich. Du hast mehr Fläche zum Bauen. Das ist komfortabel. Also versunkene Schätze ist ein cooles DSC. Da kriegst du, aber ja schon öfters mal erklärt, eine Insel, da geht diese Insel hier 10-mal drauf. Aber diese Insel gibt es leider nur einmal. Und wenn du zu zweit oder mit mehreren Leuten spielst, ist derjenige, der zuerst bei versunkenen Schätze ist, kriegt halt diese Insel. Deswegen, wenn ich Koop spiele, werde ich versunkene Schätze rausnehmen. Boy. Abitrage. Was? Forschung. Ja, und man spricht sich ab. Absprechen. Du guckst uns noch nicht lange genug. Absprechen, hier ist das echt. Wer zuerst kommt, der malt zuerst. Das ist auch, wenn ich mit den anderen Leuten spiele. Der andere bekommt dann einfach 2 oder 3 Hauptinseln mehr. Das ist in einer anderen Gaming-Community so. Aber nicht bei uns. Absprache. Bei uns? Ja. Das ist wer zuerst kommt, der malt zuerst. Das ist so deine Einstellung. Dafür würde ich dir einfach gerne... Das ist auch, wenn ich mit dem Baron spiele. Absprache ist da nichts. Du denkst halt sehr egoistisch, ne? Kann ja nicht jeder nett sein. Ich rede gerade nicht von mir. Was? Ich rede gerade nicht von mir. Ich rede allgemein. Wie denn allgemein? Du hast... redest so einen Bullsch. Weil Absprachen, die funktionieren nicht. Schon gar nicht, wenn man mit dem Baron spielt. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das ist wieder Stress. Wieso Aufbau? Kein Holz. Ah, Leute. Das wäre verschwendete Inselfläche dann. Hättest bei mir Probleme, weil dann hättest du gar nichts. Das ist richtig, aber... ja, ich lass versunkene Schätze lieber raus, wenn ich im Koop spiele. Geil, ich kann ihn... So, jetzt habe ich einen großen Ölhafen. Boah, ich glaube, ich werde so krank, ne? Das ist schlecht tatsächlich. Ich kann mir nicht sonst erklären, warum ich heute die ganz kleine Katze... Das mit der Kohle, das stört mich. Was für eine Kohle? Ja, ich krieg keine Kohle ran. Du hast doch gar keine Kohle auf deinen Dings, Muster. Ja, ich baue auf einer anderen Insel Kohle ab durch Kohlesteinbrüche. Durch Steinkohlebrüche. Und hab auf meiner Hauptinsel mittlerweile wieder 2 Kohle reingeplantet, weil die Kohle nicht reicht. Aber mittlerweile reicht die Kohle auch schon nicht mehr. Das ist blöd. Alter, hier stecken 3 Schiffe in 1 drin. Das ist auch nur ein Anno möglich. Ja, kann man machen. 40 Fenster, 50 Stahl und 30. Wo wird ein Schiff wieder angegriffen? Linienschiff gegen Linienschiff, dir zeige ich's. Die Zeitung sieht eigentlich ganz gut aus, wenn man auf die rechte Seite guckt. Inzuchtschiffe. Ja, du sagst es. Na, guck mal, der fährt auch mit 200, das ist gut. Schabalala. Tom Bombalin.
Wie oft oder wie lange, was heißt wie oft, wie lange spielst du denn schon Anno? Also ich spiele das Spiel schon seit Release, ich habe das auch schon mehrfach angefangen zu spielen, aber erst zweimal ins Late Game geschafft. Soweit wie jetzt war ich schon ganz oft, aber Investoren hatte ich erst zweimal. Und einmal habe ich erst eine Weltausstellung gebaut. Und schwierig war das noch. ja. Und das alles ohne DLC. Mit DLC, rate mal, bin Speedrun-Rekordhalter. Krass. In welchem Game? Ja, wahrscheinlich in Anno. Nein, Anno 1800. Ja, man muss ja fragen. Ich frage für einen Freund. Aber wie kann man denn den anderen Speedrun machen? Also, wie kann man denn da sagen, wer am schnellsten beim Westen? Also, das Wort Inve kam an, was du danach gesagt hast. Du wolltest wahrscheinlich Investoren sagen. Und alles danach kam nicht mehr an. Das ist schlecht. 5K Einwohner in 3 Minuten 59. Ach, Siegesbedingungen. Ich spiele immer ohne Siegesbedingungen tatsächlich. Kampagne, ja, die habe ich mal angefangen, die habe ich noch nie durchgespielt. Was es jetzt neu gibt tatsächlich. Gut, ich weiß nicht, ob es neu ist. Verarscht. Mir ist es vorhin erst aufgefallen. Oder ein Investor in 28 Minuten 39. Hoi. Was habe ich jetzt erzählt? Wo war ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Schlecht. Keine Ahnung, ich bin raus. Warte nicht mehr. Hallo raus. Das mit der Kohle ist richtig belastend. Was war das noch? Es juckte mir schon in den Fingern. Das schreit nach neuen Köhlereien. Zack. 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 Also ich spiele auf jeden Fall mal ohne Siegesbedingungen. Das Haus Harlow. Komm bloß nicht mit Das ist natürlich schlecht. Jetzt habe ich schon wieder die Insel nicht eingeladen. Und zu kämpfen. Alles klar, dann steh mal auf und kämpf. So. Apropos kämpfen, irgendwie komme ich immer wieder davon ab, Kaffee zu planten. Aber das ist ja Oh kein mein Gott. Kaffeehack. Das ist das dritte Mal. Das ist, ach Scheiße, ich hab's und ich hab's verkackt. So. Sieht ja aus mit Kaffee.
Gegner zu verscherzen. Kautschuk? Kautschuk, glaube ich, nimmt gar nicht ab, weil ich das gar nicht verwerte, lol. Kautschuk, baue ich noch gar nicht ab. Hä? Du machst Glühbirne, aber keinen Kautschuk. Du brauchst für Glühbirne keinen Kautschuk. Ja. Aber für Fahrräder? Ja, die baue ich ja auch noch gar nicht. Wieso denn? Weil ich anders angefangen bin. Habe. Tun sein werden. Nein. Wo hab ich denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Bin ich denn? Ich glaube, ich komme da vom Glauben ab. Denkst du, ein Schlachtkreuzer gegen zwei Linienschiffe? Ja, Sigi schafft er. Also, der Schlachtkreuzer schafft die Linienschiffe und ich denke mal, dass du nicht diejenige bist mit dem Schlachtkreuzer. Fuck. Dann zieh ich wieder ab. Oh, ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich so. Du bist das. Du hast das angefangen. Ich hab's doch jetzt aber schon lange. Ja, aber du hast ihn aus der neuen Welt verbannt. Dann soll er halt wiederkommen. Hat mich halt genervt, dass ich an der. Ich muss doch auch mit irgendeinem Krieg haben. Mit wem hast du den Krieg? Aktuell noch mit der Beverly. Ja. Aber die nervt mich nicht. Nur ab und zu mal und dann versenke ich ihr Schiff und dann ist wieder Ruhe. Wenn ich jetzt mit dem eine Allianz eingehe, ne? Dann habe ich auch Krieg mit der Berylline. Mit wem? Wenn ich mit dem Pirat aus der neuen Welt Je mehr, desto besser. Ich finde schon, was willst du mir sagen? Hä? Was ist denn dein Problem? Dein Mikrofon hat wieder nicht aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst. Wenn ich mit dem Piraten aus der neuen Welt eine Allianz dann habe ich auch Krieg mit der Berylli, weil du eine Allianz dein Mikrofon! Nein, ich hänge genau im gleichen Abstand da. Das ist nicht mein Mikro. Das hat schon wieder nicht aufgenommen. Was weiß denn ich, ob du mit der Allianz, mit der Piraten-Berylli-Dings einen Krieg anfängst. Warum solltest du? Hab ich jetzt auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, warum man Inkra kam. So. So krass am Droppen ist. Nein, ich will keine Allianz. Weil wenn ich mit dir eine Allianz eingehe, dann komme ich mit Sicherheit mit den George in den Krieg. Das will ich nicht. Gut, ich meine, ist eigentlich gerade egal. Ich habe einen Lichtangriff gefuckt, aber nein. Nix hier Allianz. Allianz? Ja. Schiff unter Beschuss. Mein Schiff wird angegriffen. What? Oh, wie süß. Ein Monitor. Hör auf, mich zu fragen nach einer Allianz. Nein. Ich brauche Hilfe bei dem. Allein schaffe ich den nicht. Ich habe nicht Angriffspakt. Ich kann ihn sowieso für 5 Stunden nicht angreifen. Und selbst wenn, will ich nicht riskieren, dass ich bei den Piraten die Allianz aufkündige. Was? Man kann mit mehreren Leuten Allianz führen. Ja, aber wenn einer Krieg... Ach, egal. Sollten wir einen Trick geben?
Oh nee, meine Sachen sind despawned. Die habe ich mir teuer gekauft. Das ist belastend. Oh, ich hasse das. Ich möchte nicht mehr. Heute Schluss. Jetzt ist ja schon wieder der Schlachtkreuzer. Ein Flaggschiff gegen einen halben Schlachtkreuzer? Der Schlachtkreuzer gewinnt. Feierabend machen? Bitte was? Feierabend. Warum? Reicht jetzt. Was? Reicht. Wie? Was ist denn los? Also mein Mikrofon hat bei mir keine Probleme. Das geht aber gerade nicht aufs Mikrofon. Warum plötzlich Feierabend? Plötzlich ist es ja nicht. Doch. Nein. Die Luft ist raus. Ich mag jetzt nicht mehr. Okay. Wir nehmen es. Ja, bist du schon rausgegangen? Nein. Gut, dann Feierabend. Jo. So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wer dabei gewesen ist, hauen Sie rein, Tür und die Ende. Ende.